Moin, moin Leute, hier ist der Fummern und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Planet Zoo. Und wir haben schon wieder Forschung abgeschlossen. Ja, und ja, wir haben jetzt hier letztes Mal, ich habe jetzt noch mal eben ganz kurz so ein bisschen hier noch ein paar Bänke aufgestellt und hier noch so einen kleinen Platz gemacht und so Mülleimer, halt dieses übliches Gefummel. Wir haben ja letztes Mal hier diese Chilis einziehen lassen. Und jetzt müssen wir uns erstmal kurz ums Terrarium kümmern, dass da wieder was reinkommt. Aquarienhandel. Ich weiß gar nicht, was haben wir denn jetzt hier überhaupt drin? Hier ist kein Tier. Wie kein Tier. Ja, da muss da ja wohl noch mal was rein. Den schmeißen wir dann noch mal in die gelbe Anaconda rein. Wie viele Vivarientiere das allein gibt, da hier so eine gelbe Anaconda. Zack. So. Und hier hatten wir dann, glaube ich, eine Todesotter drin, ne? Aber die Todesotter hier drin. Ne, hier ist die östliche Braunschlange drin. Todesotter. So, dann hätten wir das auch schon erledigt. Und, ich will mal kurz schauen, dass wir mal Kaffernwürfel kriegen wieder hier. Das ist nicht, glaube ich, schon wieder einer gestorben. Katja, dass das auch nicht alphabetisch geordnet ist, ne? Das verstehe ich einfach nicht. Da waren die Waldgeister, die, ja, Waldgeister, genau. Warzenschweine, hier. Trampeltier, amerikanische Kaffernwürfel da. Oh, hier ist ein Männchen. 6500. Hier noch alle Tauber in der Takelage. Aber wir brauchen mal wieder einen. Ich glaube, wir haben nur noch einen hier drin, oder? Warzenschweine haben wir kein Problem. Na ja, bam, die haben wieder ordentlich Nachwuchs gezeugt. Ach, da sind gar keine Kaffernbüffel mehr drin. Ja, siehst du, sind alle weggestorben. Schade, schade. Aber die Männchen sind so arschteuer. Das kann ich mir nicht mehr leisten. Dann kaufen wir uns nur ein paar Weibchen.
Oh, was soll denn das, ey? Ich verstehe es einfach immer nicht, ey. Das ist die letzte Kaffee am Büffel. So. Aber weiter im Text. Und zwar wollte ich hier jetzt gerne. Hier ein Gehege. So, die Tür kommt hier hin. Nee, andersrum. Machen wir mal den Weg hier. Guter weiter Weg. Hier noch eine hin. Ne, das war doof. Machst du zurück? Oh Mann, ey. Wie fehlgeschlagen. So, und zwar möchte ich hier jetzt nämlich gerne jeden reinhaben. Döpfel jeden. Ich habe gedacht, wir bauen hier mal so eine kleine Steinmauer. So, alles ein bisschen willkürlich verteilen.
So, dann kann man hier nämlich auch gleich noch einen Unterstand machen. So. Das ist ein wenig zu groß. Oh. Da war die Perspektive ein wenig komisch. Ihr seht schon, also ihr merkt schon, ich bin voll konzentriert. So. Das sieht doch nett aus. Kleinere Steinchen hier noch auf. Ach so, ne, ich wollte hier noch einen kleinen
kleinen See hinmachen. Ich bin gerade voll im Tunnel. Entschuldigung, dass ich nicht so viel, rede. Das war doof. Aber. Ich hoffe, das ist groß genug für diejenigen. Gelände, Wasser. Das sieht ja schon mal ganz nice aus. So, Natur. So, ach, ich wollte ja eigentlich auch noch mal. Ah, das haben sie jetzt endlich mal gepatcht. Dass man hier. Dass die Steine mit in Grasland und. Die ganzen Geschichten machen. So. So, hier kommt jetzt noch ein bisschen Papier raus hin. Elefanten. Die stehen hier gleich daneben. Schön aus. Schirmakazie natürlich, die darf nicht fehlen. So, das sieht doch hübsch aus. Und jetzt würde ich sagen, haben wir noch Zeit? Jo, wir haben noch Zeit. Dann lassen wir doch gleich auch nochmal die Hyänen einziehen. Oder? Ach, da komme ich nicht gleich drum. Wir gehen jetzt erstmal auf Tierhandel. Töpfelhiene. Noch mehr Krachmacher im Zoo. Ah, mach keinen Scheiß, Alter. Okay, das Männchen müssen uns wohl schon mal erstmal so kaufen. Nun komm. Chaka! Chaka, du schaffst das. Och man, ey. So. Dann nehmen wir noch ein paar Weibchen. Das ist ganz gut. Ach so, ich wollte ja noch mal kurz gucken. Ich weiß gar nicht. Da sind die Männchen, die Weibchen ja dominant, ne? Bis zu zwei Männchen, bis zu zwei Weibchen. Okay, Gruppengröße, partnerlose Männchen, zwei bis vier. Okay. Zwei Männchen, zwei Weibchen. Thank you.
So. So, jetzt müssen wir mal eben kurz mal eben zu Gesicht. Nein, 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 nein. Tierpfleger. Na, Tierarzt können wir doch mal einstellen. Sicher ist sicher. Arbeitsbereich. Mein Arbeitsbereich. So. Arbeitsbereich 7. Das Umbenennen machen wir nachher. So. Kriegen. Ach, kommen Sie schon. So, Gras kurz zu wenig, Gras lang zu viel. Und Erde ist auch zu wenig. Ist denn der Pinsel überhaupt so groß? So, das sieht gut aus. Pflanzung ist okay, Größe ist in Ordnung. Gehege, Tüpfelhyäne. So, zack. Erstmal brauchen die was zu futtern. Tablet groß. Boxsack kriegen sie noch. Die sind so geil, die Viecher. Was geht hier denn ab? Nee, muss ja erstmal das Elferweibchen hier. Ach du Scheiße. Tierarzt rufen. Ich habe gerade erst eingestellt. Na gut, so, die Hyänen sind jetzt erstmal drin. Gehege mal eben schnell fix hingehämmert. Da kümmern wir uns nächste Folge drum, um die ganze Scheiße hier. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, lasst mir gerne ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt und mich ganz lieb habt, dann macht ihr die Glocke an. Und ja, schönen Tag noch. Euer Fu. Tschüssi.